Der New York Ripper ist ein Kultfilm des italienischen Regisseurs Lucio Fulci, aber einer, der meiner Meinung nach die Zeit bis jetzt nicht ganz so gut überlebt hat, wie unter anderem sein meiner Meinung nach bester Film Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies. Der New York Ripper macht einiges richtig, es ist eine interessante Mischung aus Giallo und Slasher, sicher eine der sleazigsten italienischen Exploitation-Versuche, die ich bis dato gesehen habe, aber auch wenn die Morde grundsätzlich blutig und innovativ zu einem gewissen Teil sind, fehlt es dem Film für mich einfach an Spannung, an einer interessant thematisierten Ermittlungsarbeit, an einem interessant charakterisierten Polizisten. Auch die Hauptdarstellerin und vor allem der Killer bekommen irgendwie zu wenig tatsächlich Charakterisierung. Die Motive des Killers werden in irgendwie zwei Nachsätzen 20 Sekunden vor der Ende-Einblendung erklärt. Und damit verliert der Film, finde ich, eine Menge von der Wirkung, die er vielleicht haben könnte. Allein die harten Morde, allein die sleazige Inszenierung hat in den 80er Jahren sicher für viel Aufregung gesorgt, aber genau davon ist heutzutage nicht mehr ganz so viel übrig, weil es dem Film im Gegensatz zu vielen anderen Slashern, Charlie bzw. Horror-Thrillern von Lucio Fulci, hauptsächlich an Atmosphäre fehlt. Trotzdem ist es ein interessantes Stück italienische Thriller-Geschichte von Lucio Fulci, die Fans des Regisseurs, Fans des Genres und Fans harter Filme auf jeden Fall gesehen haben sollten.